Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. So auch hier in Vorarlberg. Denn wer rund um Bludenz mit dem Bike unterwegs ist, erlebt nicht nur eine Region voller Abwechslung, sondern trifft einen ganz besonderen Menschenschlag. Man steht um 4:30 auf und ja, wichtig ist mal den Kaffee sammeln und dann geht's los. Hurra, Milch ist da, herrlich! Den Wandel verpflichtet heißt, auch da oben dürfen wir nicht stehen bleiben. Also wir müssen auch da mit der Zeit mitgehen. Und was mir noch gut gefällt, es ist noch halbwegs ruhig. Dürfen wir Sie mitnehmen? Auf unsere Tour durch die Alpenregion Bludenz. Es warten 4 Etappen, 5 Täler, 178 Kilometer und stolze 5300 Höhenmeter. Also eine Reise zwischen Abenteuer und genussvollen Momenten inmitten Vorarlbergs. Und das ist unser Team. Markus, Sandra und Bikeguide Petra. 3 Einheimische, ausgestattet mit viel Beinkraft und der Lust, Neues zu entdecken. Los geht's aber ganz gemütlich bei Cappuccino und Altstadt-Flair in Bludenz. Die Alpenstadt im Herzen Vorarlbergs ist mit 15.000 Einwohnern zwar nicht groß, aber dennoch Bezirkshauptstadt. Sehenswert ist vor allem die Innenstadt, die ihren historischen Charakter bis heute bewahrt hat. Bludenz ist außerdem wichtiger Schnittpunkt der Täler Brandnertal, Wallgau, Klostertal, Montafon und des großen Walsertals und bildet damit das Zentrum unserer bevorstehenden Sterntour in die umliegenden Regionen. Der Wurzeltrail bis zum Transfer und die Bludenz. Über die alte Brandner Straße nach Brand. Bei mir ist mal ein ganz spezieller Bikepark. Ist für mich auch ein bisschen ein Neuland. Freue mich auch, was das so gibt, wie die Schwierigkeitsgrade sind, was für verschiedene Strecken und Sprünge da gibt. Also ich bin auch schon sehr gespannt, was mich im Bikepark erwartet. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel Erfahrung im Trail-Bereich. Deswegen freue mich da schon sehr drauf, zum was ausprobieren. Und aber ich freue mich auch, oder wir beide, glaube ich, ja, so auf das, was sonst schon einfach geboten wird bei der Tour. Zum Beispiel gerade auch im Montafon sind wir sehr weniger unterwegs, was da so gibt. Und auch im großen Walsertal gibt es manche Sachen, wo man vielleicht noch nicht so genau kennt. Gestärkt und versorgt mit den letzten Infos durch Bikeguide Petra kann es also losgehen. Unser Team ist bereit für eine Tour rund um Bludenz, durch 5 Täler, verteilt auf 4 Etappen. Die ersten Höhenmeter und das Einrollen in Richtung Brandnertal geben uns Gelegenheit, das Bike-Team etwas genauer vorzustellen. Allen voran Bikeguide Petra Rocher. Ich bin eigentlich jeden Tag auf dem Bike, bin seit 6 Jahren Mountainbike-Guide. Mach alles von Bikepark, E-Bike-Touren und natürlich, also alles dabei. Ihre Gäste für diese Tour? Markus und Sandra. Also ich war immer schon gern Wanderer, Klettersteig, eigentlich alles, was mit Berg zum Tour hat, nur Mountainbiken habe ich bis zuvor nach Husla und durch den Markus bin ich dann auch zum Mountainbiken gekommen und habe jetzt so eigentlich die Liebe zum Bike entdeckt. Mountainbiken ist eigentlich schon ziemlich lang, schon seit meiner Kindheit. Ich bin im großen Walsertal aufgewachsen und dementsprechend eigentlich schon viel mit dem Rad unterwegs. Die erste Etappe führt unser Team ins Brandnertal.
Eng eingeschnitten in die Landschaft schlängelt sich das Tal von Bludenz aus in Richtung Südwesten. In der Ortschaft Brandt wartet gleich die erste Aufstiegshilfe auf unser Team. Denn, glaubt man Petra, soll's oben noch schöner sein. Schauen wir gerade, wo wir fahren. Wir sind jetzt in Brandt, fahren mit der Dorfbahn da Ufer, fahren nachher den über die Papienzalpe zum Papienzsattel, dann fahren wir her zum Burgsattel und über den Single Trail und Bikeparkroute zum Bikepark. Das Brandner Tal ist aber nicht nur bei Bikern beliebt. Je weiter man ins Talinnere kommt, desto ursprünglicher und naturbelassener wird die Landschaft. Am Ende des Tales liegt wohl einer der schönsten Bergseen der Alpen, der Lühnersee, am Fuße des Schesaplaner Massivs im Rätikon. Im Grenzgebiet zur Schweiz bildet die Schesaplana den westlichen Ausläufer der nördlichen Kalkalpen. Beliebter Ausgangspunkt zahlreicher Bergtouren ist die Mannheimer Hütte auf knapp 2700 Metern Seehöhe. Nach einer gemütlichen Auffahrt mit der Dorfbahn starten unsere Biker weiter in Richtung Papienzsattel. Und Petra hat natürlich nicht zu viel versprochen. Hier oben lässt es sich tatsächlich gut aushalten oder besser gesagt radeln. Vorbei an zahlreichen Almen führt die Strecke durch die alpine Landschaft, ehe es im Bikepark dann richtig zur Sache geht. Wir sind jetzt im Bikepark Brandnertal und wir fahren jetzt die erste blaue Flowline. Und dazu gibt es ein paar ganz grundlegende Sachen, wenn wir abwärts fahren. Erstens einmal ist die Ausrüstung, das heißt immer Helm, Knieschoner, die ziehen wir dann nachher rauf, bevor wir wegfahren. Und beim Bike ist eigentlich ganz wichtig, dass wir den Sattel immer ganz unten haben, weil wir einfach am besten, wenn wir wirklich mal die Füße am Boden, sind wir am nächsten zum Boden. Ganz wichtig ist die Pedalhaltung, immer waagrechte Pedalstellung. Dann haben wir eine schöne Plattform zum Draufstehen, weil wir machen alles im Stehen. Also wir sitzen nie auf dem Sitz. Und wir haben auch, je nachdem, welche Kurve ihr fahren, ihr habt einfach am meisten Freiheit vom Boden her. Also da kann nichts passieren, ihr bleibt nirgends hängen. Die wichtige Bremse ist die Vorderbremse. Weil wenn ihr jetzt fahren, und ihr seht, ich möchte stehen bleiben, Vorderbremse, zack, das Rad steht. Und wenn ihr das Gleiche macht mit der Hinterbremse, blockiert das Hinterrad und ist aber der Bremspunkt ist noch viel weiter hinter. Also ganz wichtig, Vorderbremse und eine Hinterbremse natürlich schleifend fährt mit. Also Grundposition, waagrechte Pedalhaltung, zentral über dem Bike, das heißt, ist das Kinn über dem Steuersatz. Knie ein bisschen nach außen, dass wir am meisten Platz haben fürs Rad. Und die Arme auch richtig angewinkelt in Gorilla-Haltung. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wirklich, weil die Arme sind praktisch eine Verlängerung von der Federgabel, von der Federung. Einfach schön, Arme raus. Der Bikepark Brandnertal wurde 2014 eröffnet und ist der einzige in Vorarlberg. Mit insgesamt 30 Trailkilometern hat sich der Bikepark in den letzten Jahren zum überregionalen Hotspot in der Szene entwickelt. Und vor
Verantwortlich für den ganzen Spaß ist dieser Mann. Ich bin der Philipp Kettner aus dem Bikepark Brannertal, der einzige Bikepark Vorarlbergs. Und meine Aufgabe ist da Geschäftsführung und Betriebsleitung am Wochenende. Ich kümmere mich um alles, was so ansteht. Zu Beginn war das so richtig ein Bikepark, der sich ein bisschen an die Kernszene, sage ich mal Downhill, ein bisschen orientiert hat. Der Sport hat sich weiterentwickelt, ist in die Breite gegangen. Es sind sehr viele Familien, die da sind, und wir haben ja 2019, 2020 unser Streckenangebot erweitert. Und da haben wir dann wirklich Fokus darauf gelegt, dass wir Strecken haben, die fahrbar sind für jedermann, was eine große Herausforderung darstellt, denn man muss wirklich auch schauen, dass ein Anfänger auf der Strecke sich wohlfühlt, das fahren kann, aber auch ein Fortgeschrittener seinen Spaß hat. Die Profis voran und unser Team natürlich hinterher. So ungefähr könnte es funktionieren, doch bevor es so rasant nach unten geht, braucht es freilich viel Übung. Und daher gibt es zum Einstieg ein paar Tipps zur Kurventechnik. So, und da blieben wir gerade stehen, links. Kurventechnik, ganz wichtig ist, bevor man zu einer Kurve kann, schon das Tempo verringern, dass wir schon die richtige Geschwindigkeit haben für die ganze Kurve. Wir fahren die Kurve immer ganz außen an, weil je weiter außen du die Kurve anfährst, desto mehr Radius gibst du dir. Den ist schon wichtig mit dem Kopf. Wir schauen nicht ans Kurven, also an die Kurvenmitte, sondern ans Kurvenende. Du kommst praktisch her und du schaust schon da ans Kurvenende. Mit dem Kopf geht dann auch die Schulter, geht der ganze Körper und Hüfte auch an die Kurvenaußenseite. Und dann fährst du einfach die Kurve, ist eine Drückkurve, fährst du so hoch wie möglich an und da kommst du schon wieder in die Kurve runter. Ready für die nächste. Genau, schön anfahren, weiter Radius. Nach unten schauen schon. Jawohl, Hüfte raus, sehr schön. Mit neuer Trail-Erfahrung und gestärktem Selbstvertrauen geht es für unser Dreiergespann nach einem langen Tag in die Zielgerade am Tschengler Hochplateau. Nach gut 40 Kilometern ist das Ziel der ersten Etappe, die Alperona, auf 1250 Höhenmetern erreicht. Gestärkt und ganz ohne Aufstiegshilfe führt die Strecke am nächsten Tag über den Walgau hinauf auf den Dünserberg mit seinem Wahrzeichen, dem Fernsehturm. Und weil diese Tour vor allem auch für Trail-Liebhaber gedacht ist, warten bereits die nächsten tiefen Meter auf unser Team. Dabei gibt es Wichtiges zu beachten. Der Bikeweg ist ein Share Trail, das heißt, wir sind mit Wanderern unterwegs. Wenn jemand kommt, die haben immer Vorrang. Genauso schauen wir auf Tiere, Natur, also wir bleiben auf dem Weg. Wir fahren nicht irgendwie durch die Wiese, wir schützen einfach unseren Weg damit. Und spätestens jetzt zeigt sich auch, wer beim gestrigen Techniktraining tatsächlich aufgepasst hat. Markus und Sandra haben diese Aufgabe jedenfalls mit Bravour gelöst und sich auf dem wurzeligen Trail wacker geschlagen.
Wer noch eine Portion Adrenalin drauflegen will, der kann es aber mit dem Paragleiten versuchen und den Wallgau aus der Luft genießen. Unser Team bleibt dann aber doch lieber auf zwei Rädern unterwegs. Die Route verläuft weiter hinunter ins Tal und durch den Heimatort von Petra nach Schniffis. Von dort aus zweigt sie ab ins große Walsertal, das Tal Nummer 3 auf unserer Tour. Auf einer Fläche von 19.200 Hektar erstreckt sich der sogenannte Biosphärenpark Großes Walsertal, nordöstlich von Bludenz gelegen. Eine Modellregion mit dem Ziel, die Natur- und Kulturlandschaft zu erhalten und für künftige Generationen lebenswert zu gestalten. Was es heißt, diesen Lebensraum mit Weitblick zu erhalten und Platz für Tier, Mensch und Natur zu schaffen, erfährt man im Infozentrum. Für unsere Biker Grund genug, einen kurzen Zwischenstopp dort einzulegen. So viel zur Theorie. Jetzt aber wieder raus in die Natur. Und da treffen wir auf eine Dame, die ganz genau weiß, was es heißt, unsere Artenvielfalt zu schützen und im Einklang mit der Natur zu leben. Hallo! Wei. Susanne ist eine wahre Expertin für Heilkräuter und teilt ihr Wissen im Zuge von Kräuterwanderungen. Unseren Radfahrern verrät sie den einen oder anderen Trick aus der Naturapotheke. Immer wenn ihr in die Nähe von einem Bach kommt, dann dürft ihr davon ausgehen, dass auch die Weide da wächst. Und die Weide heißt Salix. Sie birgt einen ungemein wertvollen Pflanzeninhaltsstoff, und zwar die Salicylsäure. Und diese Salicylsäure, die kann dasselbe, was das Aspirin kann. Also sie nimmt Schmerzen, sie nimmt auch den Kopfschmerz. Gerade wenn die Sonne so heiß wie heute brennt fast. Und durch die Anstrengung, durchs Radfahren, werden wir erschöpft. Wir haben vielleicht einen Wassermangel und es kann sich auswirken, dass man Kopfweh bekommt. Und wenn man diese Rinde von diesen einjährigen Trieben der Weide in die Wasserflasche legen, dann haben wir ein wunderbares Mittel gegen Kopfschmerzen. Wer wie Susanne seine Passion in der Natur findet, hat auch den Blick für jene Pflanzen, die oft nur unscheinbar am Wegesrand wachsen, in Wahrheit aber echte Wunderwaffen sind. So wie diese hier, die Artemisia. Vielleicht einfach ein Blättchen von ihr einmal zu öhnen. Und verriebend und vielleicht auch dran schmeckend, so merken wir gleich, was für ein Aroma von der Pflanze ausgeht. Sie ist wahrlich die Mutter aller Kräuter, so ist sie überliefert, weil sie unser Immunsystem, sie schenkt uns einen riesengroßen Schutzmantel. Sie lädt nicht zu, dass uns, wie es von früher her so bezeichnet wird, wie so ein Krankheitsdämon befällt. Ich kenne den gar nicht, also voll besundrig. Und sie wächst da so unscheinbar irgendwo auf einer Schutthalde. Und das sind auch die Plätze, die sich die Pflanze oft aussucht. Gestärkt und um einiges an Naturwissen reicher sind unsere Radler zu einem ganz besonderen Ort im großen Walsertal unterwegs. Auf knapp 1500 Metern Seehöhe liegt die Alpe Steris,
inmitten der seit Generationen aufwendig gepflegten Kulturlandschaft. Eingebettet zwischen Breithorn und Kellerspitze ist sie gleichzeitig die größte Alm im Walsertal. Für den herzlichen Empfang und die Bewirtschaftung auf der Alpe Steris ist Andrea Schwarzmann verantwortlich. Ich bin Andrea Schwarzmann und ich heiße euch alle herzlich willkommen bei uns auf der Alpe Steris. Schon beim Frühstück kommt nichts auf den Teller, was nicht aus dem Walsertal stammt. Also ich bin schon viele Jahre auf der Alpe Steris. Wir bewirtschaften selber. Wir haben auch Kühe da, die jeden Tag natürlich gemolken werden. Und die Milch wird zu unserem Alpkäse und Alpbutter veredelt, der es auch heute am Buffet zum Frühstück gibt. Wir sind da von circa Ende Mai, Anfang Juni bis ungefähr der 10. September. Also eine Alpzeit geht also zwischen 90 und 100 Tagen. Ich war schon in jungen Jahren da und bin seit 2004 wieder fix jedes Jahr. Alpzeit ist ganz eine besondere Zeit, eine schöne Zeit. Man freut sich zum Offergehen, aber es kommt dann auch wieder die Zeit, wo es dann irgendwo der Älpler und das Vieh wieder ins Tal zurückzieht. Eine regionale Besonderheit ist der sogenannte Riebel. Da wird Milch und Butter aufgekocht und ein wenig Salz rein, ein Grieß eingerührt und ganz langsam in der Eisenpfanne auf dem Holzherd braten. Und das ist dann so ganz fein riebelig. Und das ist so eine typische Fradelberger Kost. Und die schmeckt auch unseren Mountainbikern. Dass hier mit viel Liebe und Hingebung gearbeitet wird, sieht man aber nicht nur auf dem Teller. Eine Alm wie die Alpe Steris zu bewirtschaften, beinhaltet weit mehr und ist auch mit Verantwortung verbunden. Mein Lebensmotto heißt auch, dem Erbe verbunden, dem Wandel verpflichtet, der Zukunft entgegen. Und ich glaube, das ist da oben so stimmig. Das ist ein besonderes Erbe, das wir gekriegt haben, auch ein wertvolles, aber auch mit viel Verantwortung und mit viel Arbeit verbunden. Dem Wandel verpflichtet heißt, auch da oben dürfen wir nicht stehen bleiben. Also wir müssen auch da mit der Zeit mitgehen. Ich sage immer, die Romantik bei Kerzenschein hört halt einmal beim Wochenende auf. Wenn man 3 Monate arbeiten muss, gehört ein gewisser Grundstandard dazu. Aber gerade wenn wir jetzt da die Alpe Steris und auch andere Alpen betrachten, haben wir die alten Hüttenstrukturen erhalten. Das Besondere bei uns da sind vor allem auch die Schindeldächer. Und trotzdem diese Waagschale zu halten, das nicht als Museum zu verwalten, sondern das so zu gestalten, dass wir das eine erhalten, aber trotzdem an einen gewissen Standard auch anpassen, damit wir auch der Zukunft entgegenkommen können und auch kommende Generationen das wieder mit Freude in die Hände nehmen und auch dementsprechend weiter pflegen und auch weiter bewirtschaften. Und so ist man hier stets bemüht, das Ursprüngliche zu bewahren und gleichzeitig offen für Neues zu sein. Offen für Neues sind auch unsere Mountainbiker. Die Breithornrunde, deren Name übrigens vom gleichnamigen Gipfel stammt, führt weiter durch die alpine Landschaft des großen Walsertals. Sie ist in erster Linie für all jene geeignet, die gerne auf gemäßigten Routen bergab und bergauf unterwegs sind. Jedoch nicht auf ein Panorama der Extraklasse verzichten wollen. Die zahlreichen Berggipfel entlang der Strecke sind auch allesamt lohnende Wanderziele. Und so entschließen sich auch Petra, Sandra und Markus kurzerhand zu einer Bike-and-Hike-Tour. Ein steiler, teils seilversicherter Weg führt die letzten 500 Höhenmeter zum Gipfel der Kellerspitze auf 2017 Metern. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind dabei unbedingt erforderlich.
Dafür wartet die Kellerspitze mit einem sagenhaften Rundumblick. Oh, schön. Sag heil. Sag heil. Herrlich. Nach dem Ausflug in die alpine Landschaft rund um das Breithorn kehren unsere Biker am nächsten Tag zurück auf ihre Sterntour. Rasant und mit viel Schwung führt die Route weiter in Richtung Muttersberg. Der Muttersberg auf knapp 1400 Metern ist der Hausberg der Bludenzer und gleichzeitig beliebtes Ausflugsziel und Naherholungsgebiet. Bekannt ist er zudem aufgrund seines sogenannten Kunstweges. Namhafte Künstler haben entlang eines Rundwanderweges Installationen unter dem Motto Alpine Art geschaffen. Ja, wenn ich jetzt lese, komprimierter Weg, vielleicht ist der Stauhofer für das, dass so Leute, die sonst keinen Gipfel besteigen können, in dem Schwierigkeitsgrad, dass die sagen können, ja, jetzt kann ich auch mal einen Gipfel besteigen. Entlang der Alfens geht es für unsere Mountainbiker weiter ins Klostertal. Das vorletzte Tal unserer Mountainbike-Tour erstreckt sich östlich von Bludenz bis hin zum Arlberg. Von Naturgewalten geformt, ragen links und rechts steile, teils schroffe Felswände nach oben. So auch die Fallbachwand mit ihrem gleichnamigen Klettersteig. Eine Gegend, die vor allem Bergliebhaber in ihren Bann zieht. Was ich am Klostertal sehr schätze, das sind einfach die vielen Facetten, was es hat. Sommer wie Winter. Und du hast einen riesen Spielplatz, wenn du gerne in der Natur bist, vor der Haustüre. Und was mir noch gut gefällt, es ist noch halbwegs ruhig. Er muss es ja wissen. Roland Vierhauser, Berg- und Skiführer und Erbauer des Klettersteigs am Fallbach. Der Klettersteig hat 600 Höhenmeter, 1000 Meter Kletterlänge. Und ich würde sagen, so im Durchschnitt brauchen die Leute 3 Stunden. Rein vom Einstieg bis zum Ausstieg. Je nachdem, wie viel Pausen das man macht und wie man die Natur genießt und so weiter. Der im Jahr 2018 errichtete Klettersteig führt entlang der beeindruckenden Fallbachwand und vorbei am gleichnamigen Wasserfall. Mit Schwierigkeitsgraden von C bis D und in Kombination mit seiner Länge richtet sich der Fallbach-Klettersteig in erster Linie an fortgeschrittene Klettersteiggeher. Der große Vorteil von der Anlage ist, dass der schwere Teil, also einer von der schweren Teil, gleich am Anfang kommt. Der wird ziemlich ausselektiert von der übermütigen Begehr. Und es sind sehr viele, sehr gute Raschplätze. Immer wieder. Und wenn man die gut ausnützt,
kann man sich konditionell eigentlich da gut aufschwindeln. Unsere Mountainbiker nutzen unterdessen ein letztes Mal die Gondel als Aufstiegshilfe. So sparen sie nicht nur Kraft für die abschließende Etappe, sondern genießen von hier aus einen unvergleichlichen Ausblick über das Klostertal und seine vielfältige Alpinlandschaft. Denn oberhalb des Talbodens, gut versteckt, offenbart sich ein weiteres Juwel. Die Rote Wand, der Name sich auf ein markantes Band aus rotem Kalk quer über den gesamten Berg bezieht, ist einer der außergewöhnlichsten Plätze im Klostertal. Am Fuße der Roten Wand liegt einer der schönsten Bergseen Österreichs, der Formarinsee. Aus dem Schmelzwasser der umliegenden Berge gespeist, schimmert dieses Naturjuwel in seiner unverkennbaren smaragdgrünen Farbe. Auf der Südseite des Klostertales führt die Radtour von der Bergstation der Sonnenkopfbahn weiter. Bei diesem Streckenabschnitt radelt man durch das idyllische Wasserstubental. Ziel ist das letzte Tal der Tour, das Montafon. Am Weg liegt die Wasserstubenalpe. Ein beliebtes Ausflugsziel mit eigener Käserei. Hier wird in den Sommermonaten täglich die frische Milch zu Butter und Sauerkäse weiterverarbeitet. Hurra, Milch ist da, herrlich! Und das ist Senner Johannes Schuler. Seit 24 Jahren auf der Wasserstubenalpe und mittlerweile bestens unterstützt von Tochter Johanna. Also insgesamt bin ich jetzt schon 24 Jahre auf der Alpe. Eingebettet in die Montafoner Bergwelt liegt die Wasserstubenalpe auf 1730 Metern Seehöhe. Insgesamt 33 Kühe verbringen hier von Mai bis September ihren Sommer. Und weil sie sich rundum wohlfühlen, gibt's auch genug Milch zum Verarbeiten. Über die Monate verteilt sind das bis zu 35.000 Liter. Also auf der Alpe fängt sehr früh an. Und ja, je nachdem wird es auch, ab und zu sind wir um 20 Uhr fertig. Aber je nachdem kommt mal ein Besuch und dann wird es auch mal 10, halb 11, 11. Aber da muss man sagen, bitte geht's, weil da muss ich morgen früh aufstehen. Man steht um 4:30 auf. Und ja, wichtig ist mal einen Kaffee sammeln. Und dann geht's, macht man einen Arbeitsablauf im Inneren und dann geht's los. Da wir auf der Wiese melken, melken wir circa fast auf 2000 Höhen oben, können wir melken. Wir haben so einen kleinen Abbey, haben einen Melkstand aufgebaut. Wir müssen die Kühe nicht treiben und das ist alles schonend für das Tier. Oder? Und wir haben kein Kraftfutter, nur Heu und Gras. Also im Herbst gibt es Heu und sonst nur Gras. Zählt man die Schweine, Hühner und Kälber mit, verbringen hier rund 150 Tiere ihre Sommerfrische. Die Wasserstubenalpe ist besonders bekannt für ihren Montafoner Sauerkäse. Ein Magerkäse, ähnlich dem Graukäse, mit niedrigem Fettgehalt. Wir sind Wacker einer von der einzigen Alpen, was nur Sauerkäse macht. Die anderen Alpen machen immer Sauerkäse. Und wenn sie genug Sauerkäse haben, dann können sie umstellen auf Bergkäse oder Schnittkäse. Und wir machen nur Sauerkäse. Milch auf Räder. Wir haben eine Stiege. Und dann geht sie über die Stiege hoch. Musik.
Neben dem Sauerkäse wird die Milch auch täglich zur Butter weiterverarbeitet. Wer hier auf der Wasserstubenalpe einen Halt anlegt, merkt gleich, hier wird nicht nur mit viel Leidenschaft, sondern vor allem mit viel Erfahrung gewirtschaftet. Ich habe einmal als Tischler gelernt, Lehre gemacht. Als kleiner Junge ging ich auf die Alpe, war ich Kleinhirte. Und dann habe ich die Lehre gemacht und habe meinen Beruf noch schön weitergemacht. Und einmal habe ich gesagt, die Zeit kommt noch, dann gehe ich wieder auf die Alm. Oder? Und jetzt gehe ich auf die Alm und im Winter bin ich Pistenbullifahrer. Montafon erstreckt sich knapp 40 Kilometer südöstlich von Bregenz und reicht bis zur Bieler Höhe mit dem Silvretter Stausee an der Grenze zu Tirol. Inmitten einer imposanten Gebirgslandschaft zwischen Silvretta, Rätikon und Verwall bildet das Tal den südlichsten Teil Vorarlbergs. Geprägt von seinen zahlreichen Gipfeln beherbergt das Montafon auch den höchsten Berg Vorarlbergs, den Piz Buin. Mit seinen 3312 Metern thront er majestätisch über dem Ochsentaler Gletscher. Die imposante Bergwelt des Montafon ist aber auch reich an Geschichte. Schon vor über 1000 Jahren wurde hier am Christberg Silber, Kupfer und Eisen abgebaut. Für Sandra, Markus und Petra Grund genug, einen kurzen Zwischenstopp einzulegen. Im spätgotischen Stil errichtet, ist die St. Agatha-Kapelle die älteste Kirche im Montafon und eng mit dem Bergbau verbunden. Der Legende nach soll diese Kirche auf ein Gelübde von geretteten Bergleuten hin errichtet worden sein. Es geschah vor vielen hundert Jahren, als Bergknappen in die Silbergrube einfuhren, dass diese einstürzte und den Verschütteten jeder Ausweg verwehrt sein sollte. Als ihre Lage schon fast aussichtslos erschien, gelobten sie an der Stelle, wo sie wieder an die Erdoberfläche gelangen sollten, eine Kirche zu Ehren der Patronin St. Agatha zu erbauen. Mit neuem Mut erfüllt, fanden sie bald einen Ausweg aus ihrer Not und lösten ihr Versprechen ein. Viele Legenden ranken sich um den Christberg und die damalige Zeit des Bergbaus. Adolf zu Drell kennt sie, die Geschichten von früher. Die Bergleute hier, die da arbeiten, die sind alles kleine Leute gewesen. Kleiner, noch kleiner wie ich bin. Warum ist das weiß gewesen? Alle mussten den Ding haben da, dass man die findet drinnen im Berg. Sonst findet man die nicht mehr. Und darum, das war der Hauptgrund, Bergleute, die im Berg arbeiten, die müssen weiß sein. Und die Mütze muss so sein, dass er den Kopf nicht anschlägt. Da die Bergleute weder lesen noch schreiben konnten, wurden damals die Stollenstruktur und das Wegenetz mit Hilfe von speziellen Zeichen festgehalten. So konnten sich die Bergleute auf ihre Art und Weise orientieren. Gut, dass unsere Mountainbiker zum Navigieren der Strecke mittlerweile auf technische Hilfsmittel wie GPS zurückgreifen können. Und nach diesem Exkurs in die Geschichte des Bergbaus gibt es ohnehin nur noch ein Ziel, die Stadt Bludenz. Die letzten Meter entlang des Christbergs bieten einen finalen Blick auf die umliegende Bergwelt und sind damit ein würdiger Abschluss dieser mehrtägigen Tour.
Es war eine Reise auf zwei Rädern durch eine Region voller Gegensätze mit Begegnungen von Menschen, die mit Leidenschaft und Hingabe ihre Heimat prägen. Für Sandra, Markus und Petra geht das Bike-Abenteuer hier zu Ende. Nach 178 Kilometern und stolzen 5300 Höhenmetern, die sie auf ihrer Sternfahrt durch 5 Täler absolviert haben, erreichen Markus, Sandra und Petra glücklich ihr Ziel. Und wie hat es euch gefallen, die Woche? Es war mega gut, mega spannend, alles dabei. Ja, voll schön. Das Highlight natürlich im Walsertal, Steresalm. Aber Brandtertal oder Bikepark, sehr cool. Und auch da im Montafon und Sonnenkopf hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich die Tour da im Bikepark irgendwann überhaupt fahre. Und das war schon ein großes Highlight für mich. Ja.